liebe kampferprobte Freundinnen und Freunde. Ja, ich habe nur eine kurze Einlage, und zwar eben wegen Berlin. Wir waren da vor 3 bis 4 Tagen und ich meine im Ergebnis, wir haben uns dem Ziel des Umstiegs von Stuttgart 21 genähert und es hat auch Spaß gemacht. Warum? Wir waren mächtig präsent. Die Medienkontakte liefen ganz intensiv, auch in der Nachwirkung zur 400. Montagsdemo und zum Medienauftritt der Umstiegsgruppe. Wir waren mit den Berlinerinnen und Berlinern am Bahntower unüberhörbar und wir waren gefragt von der Tagesschau, vom ZDF, NTV, SWR, Deutschlandfunk und wichtigen anderen Medien. Die Rolltreppenaktion, die Beiträge vor dem Bahntower, die Präsenz aller und die Reise selbst haben uns noch mehr zusammengebracht und wirklich motiviert. Danke herzlich an alle Aktiven, auch an dieser Stelle an jene, die uns durch Spenden sehr helfen und dies hoffentlich weiterhin tun werden. Nur der Pferdefuß kommt noch, nur bei der Deutschen Bahn AG ist totaler Stuttgart 21 Reinfall. Da ist nichts zu beschönigen. Aber so heißt es, Sie und Ihre politischen Drahtzieher wollen sich mit Ihren Geisterfahrern ehrlich machen. Hört, hört, warum, Herr Pofalla und Frau Merkel, warum nach so vielen Jahren erst jetzt ehrlich machen? Hochverschuldet soll der Bahnkonzern 8,2 Milliarden Euro für das Projekt Stuttgart 21 bis 2025, 26 berappen. Stadt, Land und Region sollen im Gerichtsprozess für die Milliarden mithaften, nach dem Motto mitgegangen, mitgehangen. Als gäbe es keine Alternativen. Welch ein empörendes politisches und rechtliches Versagen, blamabel und verantwortungslos. An folgendem Beispiel wird das erkennbar, dass ein zu 100% öffentliches Unternehmen im Staatseigentum, das mit seiner Zuständigkeit für Schieneninfrastruktur für Menschen und Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist, dem Steuerzahler und Bahnnutzer erneut in Milliardenhöhe in die Tasche greift und seine Entscheidungen nicht nachvollziehbar begründet, das ist ein Skandal. Mit Stuttgart 21 gehört die ganze verfehlte Bahnpolitik auf die Tagesordnung der GroKo und jeder neuen Bundesregierung. Statt Mauschelei und Hinterzimmerpolitik muss jetzt ein öffentlicher Krisengipfel her, wie ihn inzwischen öffentlich auch die BUND-Landesvorsitzende Dahlbender fordert. Weiteres Beispiel, da wird der im Sold der Bahn stehende Tunnelmann Professor Wittke, er wird ausgerechnet in einem Workshop für die Aufsichtsräte als Kronzeuge für die Beherrschbarkeit des Anhydritrisikos eingesetzt. Gegen den Rest der Fachwelt, das ist wirklich lächerlich und grotesk. Der Ausstieg aus dem Projekt solle, so heißt es, mal 7 Milliarden, dann sind es 4,8 Milliarden Kosten. Das wird einfach nur so behauptet. Halten die uns eigentlich für dumm? Vielleicht liegt es ja an den Politikern, die seit Jahren unsinnig lamentieren, zu spät, unumkehrbar, weiter so. Auch Kretschmann und Co.
haben ihr Gesicht verloren, versagen da völlig. Unsere rechtlichen Konsequenzen, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben heute gesetzlichen Informationszugang beim Kanzleramt, beim Bundesverkehrsminister und bei der Deutschen Bahn AG nach Umweltinformationsgesetz eingefordert. Und wir, speziell Dieter Reicherter und ich, werden die nächsten Tage Strafanzeige erstatten wegen Untreue gegen alle Aufsichtsräte. Gegen alle Aufsichtsräte und auch gegen die beteiligten Vorstände, die diesem Aufsichtsratsbeschluss, der wirklich eine Abkehr von jeder Vernunft ist, die dem zugestimmt haben. Wer das im Einzelnen ist, das wird noch von der Staatsanwaltschaft zu ermitteln sein. Denn je absurder die Stuttgart 21 Geisterfahrer in die Grube rauschen, desto stärker wird dieser Widerstand. Die Verantwortlichen müssen aus dem Verkehr gezogen. Das Projekt muss beendet werden und wir bleiben oben. Ja.